Ja, willkommen, mein Name ist Dani Rolpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles. Guck, wo der Fall läuft. Und ja, in der letzten Folge haben wir Prinzessin Cornelia von den rechten Typen hier gerettet. Und ja, jetzt könnten wir eigentlich mit der Story weitermachen, aber nö. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal, wie macht man das? R2, okay. Wir machen mal ein Skirmish. Und zwar das hier, Barrios Desert. Normal. Weil wir brauchen noch ein bisschen Erfahrungspunkte und so, weil im letzten Kampf habe ich schon gemerkt, dass unsere Charaktere vielleicht nicht so stark sind. Ein paar neue Waffen und so können wir natürlich auch noch gebrauchen. Deswegen tun wir jetzt erstmal Zeit schon ins Game-Spiel machen. Klingt das gut? Ja, okay. Ja, okay. Einfach alles töten, was uns im Weg kommt. Er hat eigentlich genau die gleiche Mission, die wir schon gemacht haben, nur mit weniger Story und mehr Geballer. So, wir haben 7 Leute, die war. Ja. 6 Leute. Nee. Egal. Wir tun jetzt erstmal hier ein paar Scharfschützen den Ballern. Mit Scharfschützen meine ich auch Dingens. Raketenwerfer. Cesare, zeig mal, was du drauf hast. So, dann tun wir, weiß ich nicht. Claudia Mann, genau. Genau. Und dann noch. Wo ist sie? Wendy, damit haben wir schon mal den Bombenleger-Squad da drin. Dann tun wir noch Rosie. Und Alicia. Ja, Alicia kommt hier hinten hin. Und Lago habe ich auch noch vergessen. Und was haben wir noch? Noch irgendein Scout. Eika. Und jetzt einfach alles töten, was uns in die Quere kommt. Das kann ich gut. Und je schneller wir das machen, desto besser sind die Belohnungen. Das heißt, am besten voller Speedrunning durchmachen und dann müssten wir eigentlich viel Geld, viel Erfahrung und so weiter und so fort bekommen. Soll ich doch mal versuchen? Okay. Dann müsste ich aber nur mit einem Scout hier durch die Gegend rennen, als wäre halt nichts und ja. Klingt doch ein bisschen langweilig. Ich will die Folge ja ein bisschen füllen. Ich glaube nicht, dass wir für 2 Folgen brauchen. Yeah! Okay. Kommt jetzt eigentlich mal ein Sandsturm? So, dann tun wir erstmal. Wow. Wie viele Punkte wir bekommen? Ein bisschen mit Cesare auskundschaften. Ah, was da? Na, ich spinne. Ich muss sterben. Bams! Er hat getroffen, ich fasse es nicht. Vielleicht bist du ja was zu was gebrauchen. Zu gebrauchen. So, ja, kann ich nicht machen. Dann, was haben wir denn hier? Jetzt haben wir einen Panzer. Mein Gott, was? Alter, geh mal vor. Das hat doch, ne? Am besten erstmal die Basis da hinten einnehmen, damit wir irgendwie schon mal einen Punkt haben zum Einnehmen. Und du bist tot. Tot! Jawohl, er ist tatsächlich tot, ich versinne nicht. Das war nur so ein milder Tipp. Nicht Tipp, mein Gott. Wir raten, ihr will schon manchmal. Jetzt kann ich eigentlich in der nächsten Runde nochmal sie nehmen und dann könnten wir direkt die Basis einnehmen. Dann gehen wir mal
mit Welkin ein bisschen vor, weil einen ist ein Panzer und einen sind Leute und warte mal, kriegt die da hinten kaputt? Ist irgendwo so ein Kommandant noch da hinten, oder? Ja, ob der dadurch tot ist. Ich kann mal hier schießen, vielleicht treffe ich ja beide. Verdammt, weil Lenz hat fast gar keinen Schaden bekommen. Was ist das denn? So, Rosie vor. Noch ein Tor. Stimmt ja, die WM ist ja in einem Monat. Für wen seid ihr denn? Ich euch hätte von der anderen Seite kommen sollen. Oh, nee, so. Jawohl, ich treffe den noch da hinten. Der dreht es nur so um. Ja, ob das die beste Position jetzt ist. So. Weiß nicht. Alicia. Könnte es eigentlich auch dahin gehen, wo Aika jetzt ist? Oder schleicht sich hier von der Seite? Ah, so eine Waffe, die richtig zwiebelt. Treffe ich den? Drei Schüsse, mein Gott. Bitte undodgeable shot, bitte undodgeable shot, bitte undodgeable shot. Verdammt! Ja, dann gehst du mal hier lang. Okay, läuft. Es muss. Oder Lago. Wo ist überhaupt der Panzer? Ich habe den noch gar nicht gesehen. Also nicht unser. Gott, das Panzer, den muss ich abschießen. Ich meine, irgendwo ist hier ein Panzer. Okay. Schade. Das Ding ist immer noch geflogen, was? So. Claudia. Mein Gott, das war doch ein bisschen blöd, die ganzen Leute dahin zu schleppen. Also die ganzen Lancer. So, du kannst den Lancer erledigen. Ich kann nur zweimal treffen. Gut. Der Bombenleger Squad legt, schlägt schon wieder zu. So. Nice. Da ist ein Sniper, schieß ihn ab. Verdammt! Du denkst ja auch noch, was zum Teufel? War das eine Rakete? Geil. Ach, da ist er noch. Wendy. Setze Bomben-Squad-Mitglied. Ich mache alle platt. Verdammt, hinter dir ist ein Schocktober. Ich muss schießen, Lago. Verdammt. So, dann mal, sag mal, was ihr drauf habt. Dahin soll ich mich irgendwie in einen Zug irgendwie so durchschleichen, um die die maximale Punktzahl zu bekommen am Ende. Ich hab's halt mal. Oh nein. Oh nein. Das sieht, oh Gott, das sieht, oh Gott, sorry, das sieht schmerzhaft aus. Ein Mensch kann sich nicht so weit runterbeugen. Nein. Ja. Ich habe mich geduckt. Was zum Teufel? Warte, ihr werdet gleich einen Besuch von Aika bekommen. Und Alicia. Zum Glück habe ich dann noch einen stehen. Bei Cesare. Los, Konter mit einem Raketenwerfer. Verdammt. Ich bin sogar für die Zufallskämpfe hier mehr oder weniger zu schwach.
Oh nee. Das kommen wir nicht so, aua. Oh nee, nicht noch ein Scharfschütze. Nein, nicht auf Lago. Oh Gott, Hilfe. Könnt ihr mal aufhören? Noch ein Scharfschütze, ganz ehrlich. Oh. Was war denn das, Lago? Wie er weggeflogen ist. Oh mein Gott. Nein, nicht auch noch Rosie. Oh. Was macht ihr denn da? Findet ihr nicht, ihr habt schon jetzt genug von meinen Leuten getötet? Oh, tötet ihn. Ah, fast. Los, versuch's nochmal. Verdammt. Schieß ihn ab, Rosie. Jawohl. So, der ist tot. Da trifft ihr auch da hinten den noch. Au, au. Ihr trifft immer irgendwie Leute im Hintergrund. Die sind irgendwie so die Statisten-Schützin. Ja, oh Gott, gehst du weg? Jawohl, jawohl, jawohl. Auf der Commander ist so behämmert. So. Hast du nächstes Mal nicht einen Kommandopunkt mehr? War ganz wichtig, ich muss meine Gefallenen. Dingens. Wiederbeleben sozusagen. Du siehst mich nicht. Oh Gott, hier sind überall Minen. So, dann kann ich direkt hier Leute hinschicken. So, na? Oh, den hätte ich auch so erledigen können. Boah, oder auch nicht. Was? Warum hat er so viel auf einmal? Jeder auf irgendeinen da hinten gezielt, habe ich gerade gesehen. So, als nächstes kommt ihr dran. Aber noch nicht jetzt. Erstmal Elias, du. Ich kann mich gar nicht bewegen. Mit so. Eine Basis haben wir schon mal und die Verstärkung wurde auch noch aufgehalten. Fällt mir gerade ein. So. Jo. Verdammt. Okay, Elias, du musst weggehen. Boah, hoffentlich schaffst du es bis dahin, ne? Ich möchte dich nochmal einen Zug bewegen. Nein. Rosie, ja toll, die ist jetzt ein bisschen blöder platziert. Wir holen uns die Killermaschine, Kevin. Der weiß immer, was zu tun ist. Ja genau, ich habe eine Idee. Mit ihnen erledige ich ihn ja. Was du denn, du kleiner? Ja, vielleicht soll ich da oben die erledigen. Oh Gott. Das war blöd. Na gut. Es ist ja wenigstens dahin gedreht. Mit Rosie direkt nicht abgeschossen. Eieiei. Schaffen wir neue den Part. Irgendwie schaffen wir das noch. Ist mal etwas längerer, aber egal. Oh, das ist eine Mine. Wer hat die denn so verhämmert platziert? Verdammt. Du bist so komisch platziert. Ich wollte den hinter dir auch noch treffen.
aber noch machen. Wo ist denn hier noch einer? Der ist das schon, okay. Hm. Dann kann ich noch einen jetzt rufen. Wo, was? Dann da ist ein Panzer. War der nicht schon vor irgendwo? So, Elias ist gleich weg, deswegen kommt Jordan. Alicia, du kannst den einen Scharfschützen noch holen. Und Rose holt sich diesen einen Typen da unten. Den da. Hm, nehmen wir das mal mit, auch wenn das nichts bringt. Und zack. Wow. Diese Basis gehört jetzt uns. Bastard. Oh, da sind zwei Panzer. Was? Kommen die noch einmal her? Oh, das ist ein Raketenwerfer-Typ. Und wo Claudia, du müsstest den auch schaffen. Oder Wendy, genau, Wendy. Was, ich darf jemanden töten? Geil. Hi. Mitten in die Eier. Schön. So, jetzt etwas am Panzer platzieren und ich würde sagen, die Schlacht haben wir.